Parasole gibt es hier, aber die sind aber schon ein bisschen älter. Mal gucken, ob der noch was taugt. Oh, der ist schon sehr braun. Und auch das Fleisch ganz labberig. Der hat seine besten Tage schon gehabt. Deswegen grabe ich ihn wieder ein. Ansonsten könnte man aus dem Hut wunderbare Schnitzel machen. Sie panieren, mit Zitrone beträufeln, nachdem sie ausgebacken sind. Am besten in Ghee, kann auch ein bisschen Würzung in die Panade machen. Und wenn die Stiele gut sind, kann man die trocknen und als Pilzpulver verwenden für Soße. Riesenschirmlinge heißen die Parasole auch. Ups, da fällt schon der Ring ab, das ist ein Zeichen auch für die Parasole. Es gibt auch Pilze, die sehen so ähnlich aus. Die haben einen glatten weißen Stiel. Oder die werden, wenn man die so ankratzt, orange. Dann sollte man sie auch nicht essen. Einer dieser Pilze, den kann man zwar essen, aber der andere, der steht oft am Kompost, ist ein riesen Giftschirmling und, wie der Name schon sagt, nicht essbar. Aber die haben keinen genatterten Stiel. Also wenn die so aussehen wie dieser hier. Aber essbar heißt, der sollte unten ganz weiß sein. Der ist jetzt auch noch zu alt und darf hier stehen bleiben. Den grabe ich gleich wieder ein. So. Also das ist jetzt auch noch mal ein ein bisschen grenzwertiger Parasol. Aber zum Vergleich habe ich hier noch mal einen anderen Schirmling. Da kann man sehen, der hat zwar auch so einen bräunlichen Stiel mit so ein bisschen Noppen drauf, aber hat nicht diese Nattermaserung. Und wenn man den ankratzt, verfärbt er sich nach einer ganzen Weile so leicht orange. Dauert ein bisschen. So, bei dem sieht man jetzt nochmal die orangene Färbung. Der andere, der ist schon zu lange im Korb gewesen. Deswegen ist es auch immer am besten, die Merkmale direkt vor Ort, direkt beim Abpflücken zu testen, weil manchmal nach 2 Stunden zu Hause die Reaktionen schon nicht mehr vorhanden sind. Also das wäre jetzt ein Pilz, wenn man sich nicht sicher ist, Safranschirmling oder Giftschirmling, einfach wahrnehmen, aber nicht essen. Das Schöne an dem Parasol ist, man muss ihn eigentlich nicht suchen. Der winkt einem so von weitem zu und sagt, hier, nimm mich mit, iss mich. Und er steht auch ganz oft an Wegrändern ganz offensichtlich da, dass viele sagen, ach der, den gönne ich doch. Ja, nee, da dachte ich immer, der ist giftig. Also, wenn man da wüsste, was man für ein tolles Schnitzel verpasst, dann würde der sicher nicht mehr so oft an Wegrändern zu finden sein, weil er ist garantiert nicht zäh. Aber wie alle Waldpilze muss man ihn gut durchbraten. Sonst macht er Magenbeschwerden. Viele Pilze haben Giftstoffe, die aber hitzelabil sind. Das heißt, in der Hitze zerfallen sie und sind ungiftig. Außer den Supermarkt-Champignons kann man eigentlich keine Pilze roh essen. So, hier ist nochmal ein Parasol. Wie frisch der ist, entscheidet immer auch die Unterseite und auch natürlich, ob innen Maden sind oder nicht. Den Schnecken hat es schon mal geschmeckt. Also der ist noch ziemlich weiß, aber die Zeit ist feucht, deswegen ist der auch schwer. Und man kann schon hier auch an manchen Stellen sehen, da muss man gucken, dass man wirklich Parasolpilz hat und keinen Schimmelpilz. Weil wir wollen ja Parasolpilz essen. Upsa, ja, der ist schwer. Hier kann man wieder den Ring sehen. Der ist natürlich erstmal ein bisschen fest, aber wenn man den ganz leicht dreht, merkt man, der ist nicht festgewachsen wie bei anderen Pilzen.
Den kann man leicht abschieben, so wie bei einem, tatsächlich wie bei einem Schirm. Und man isst von dem Parasol nur den Hut. Und dann kann man vor Ort schon gucken, innen, sind da Maden drin oder nicht. Da haben wir hier eine Seite, die sieht schon angefressen aus. Die andere Seite sieht noch ganz gut aus. Da haben wir noch einen Bewohner mit dabei, einen kleinen Tausendfüßler. Den lasse ich gerade da und nehme nur die Ecke mit, die ganz gut aussieht. Und grab den Rest wieder ein, weil die Pilze können sich auch nicht nur über ihre Sporen, sondern auch über ihr Pilzfleisch reproduzieren. Das ist eine Besonderheit, die nur die Pilze können. Das heißt, die Reste, die im Wald verbleiben, sind auch fähig, neues Pilzmyzel zu bilden. Noch mal ein schönes Exemplar. So soll er aussehen. Weiß. Weiße Lamellen. Genatterter Stiel. Loser Ring. Ein schönes Exemplar Parasol. Der typisch schuppige Hut. Da kann man nichts mehr falsch machen. Zu Hause, nicht mehr Gartenküche, es ist November, es wird früh dunkel, es ist zu kalt draußen, aber drinnen ist auch schön. Wir panieren jetzt unsere Parasolschnitzel. Ganz klassische Panade mit Ei und Semmelbröseln. Man könnte die auch vegan machen, dann bräuchten wir statt den Eiern etwas Sojamilch und Mehl und würden das Ganze dann auch in Brösel, welche Art auch immer, das sind jetzt glutenfreie Wenden. Für die normale Panade gebe ich an 2 Eier etwa einen halben Teelöffel Salz und etwas Pfeffer. Verkleppere die und warte, bis die dünnflüssig geworden ist. Durch das Salz wird die Panade relativ bald, die Eier werden die dünnflüssig. Da bleibt nicht allzu viel am Pilz kleben. Man kann das auch noch mit ein bisschen Wasser etwas mehr verdünnen. So, dann geht es jetzt los. Zuerst müssen wir natürlich gucken, ob der Pilz in Ordnung ist. Dazu entfernen wir erstmal den Stiel. Den kann man so rausdrehen. Und wenn der gut ist, eben auch noch mal verwenden. Ich breche den gerade mal so an. Der sieht nicht nach Madenbefall aus, also kann man den noch zum Trocknen verwenden. So, jetzt gucke ich so zwischen die Lamellen, ob hier Maden sind. Das sieht ganz schön weiß aus. Auf der Seite auch nochmal. Also bei solchen Pilzen ist es immer ungünstig, die mit Wasser zu waschen. Das kann man mit Champignons machen, aber die saugen sich hier so dermaßen voll. Die sind schon vom Regen nass genug eigentlich. Man sieht es schon hier auf dem Papier. Dass das am Ende nur noch wässrig ist, würde man die jetzt wirklich waschen. Also ich entferne so ein bisschen die Schuppen, die eh schon lose aufliegen. Je frischer sie sind, desto weniger muss man das machen. Das ist jetzt ein bisschen älteres Modell hier. Da kann man ruhig ein paar Schuppen entfernen. Und wenn der so in Ordnung ist, wird er in die Panade getunkt. Also erstmal ins Ei. Der saugt sich natürlich relativ voll, deswegen habe ich das mit etwas Wasser auch verdünnt, das Ei. Bevor wir das jetzt in die Brösel geben, habe ich hier noch eine Gewürzmischung aus Kreuzkümmelsamen, Fenchel, Anis und ein wenig trockneten Ingwer. Alles Gewürze, die die Verdauung verbessern, weil Pilze schwer verdaulich sind aus ayurvedischer Sicht. Es ist immer ganz gut, ein paar
Helfer mit dabei zu haben. So. Also ich habe das jetzt unter die Panade gemischt. Das war jeweils ein Teelöffel gemörsert, grob gemörsert und ein halber Teelöffel von dem Ingwer. Das ist natürlich mehr als auf den Pilz geht, weil der Pilz nimmt ja nicht die komplette Bröselpanade auf. Aber so ein bisschen was bleibt hängen. In. Und dann geht es direkt in die Pfanne. Also ausgebacken wird das Ganze jetzt in ordentlich Ghee. Also ist kein fettarmes Essen, muss man sagen. Das ist nicht was für einmal die Woche, sondern 3-4 Mal im Herbst. Das ist ein echtes Ereignis und eine Leckerei. Das wird gut 5 Minuten auf jeder Seite gebraten, damit der Pilz wirklich durch ist. Und je dicker das Exemplar, desto länger muss man es natürlich auch braten. Ähnlich wie beim Fleisch, damit es wirklich alles gut durch ist und da nichts mehr übrig bleibt von den Giften, die einem möglicherweise ja, das Essen verderben könnten. So, nachdem ich jetzt gewendet habe, kann es sein, dass man da noch mal ein bisschen Ghee zugeben muss. Ghee ist geklärtes Butterfett. Findet man auch im Internet, wie man es selber herstellen kann. Gibt einige Videos auf YouTube zu. Ist einfach das beste Fett aus ayurvedischer Sicht. Hält die Transportkanäle zu den Zellen offen. Und ist auch vom Geschmack her natürlich ein leckerer Buttergeschmack, also auch geschmacklich absolut das leckerste Fett zum Pilze aufbacken. So, jetzt versuchen wir den mal zu wenden. Zack. Lecker. Jetzt ist es abends. Normalerweise schmeckt ein Salat dazu gut, aber da ich mit den Pilzen schon gegen die ayurvedische Regel verstoße, überhaupt Pilze sind da nicht so angesehen. Es sollte man auch abends keine Rohkost mehr zu sich nehmen. Also verzichten wir auf den Salat und genießen den Pilz so. So ist er fertig. Oh, sieht lecker aus. Knusprig, so soll das sein. Am Ende wie beim Schnitzel Zitrone drüber. Und ein bisschen Grünzeug ist erlaubt, dann nehmen wir Petersilie. Oh, und ich sag euch, ihr werdet kein Kalbfleisch vermissen bei diesem Essen.